Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat Deutschland ca. 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Die Dunkelziffer ist vermutlich viel höher. Dazu kommen noch gestiegene Asylbewerberzahlen und Friedrich Merz plant nun einen eigenen Flüchtlingsgipfel. Ist das schon Wahlpropaganda? Naja, bei Herrn Merz ist alles Wahlpropaganda, denn wir wissen ja, wer die Flüchtlings- und Asylkrise ausgelöst hat. Es war die Merkel-CDU und Herr Merz ist die personalisierte Fortsetzung der Merkel-CDU. Merz tut das, was die CDU immer getan hat. Sie blinkt vor der Wahl rechts, um dann in allen Bereichen links abzubiegen. Und so tut das auch der geriebene BlackRock-Mann Merz. Er erzählt den Leuten in dieser Phase, was sie hören wollen und wird hinterher nichts davon umsetzen.